Guten Morgen, Leute. Hm? Habt ihr gut geschlafen? Du hast recht, Matt. Wo ist denn Hector? Gute Idee, Frank. Versuchen wir, ihn über Funk zu erreichen. Keine Antwort. Vielleicht sollten wir rausfahren und schauen, ob wir ihn draußen entdecken. Matt, wie sollen wir Hector nur finden? Gute Idee. Schau, da ist er. Und er landet gerade. Ich frage mich, was er vorhat. Du hast recht, Frank. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Lasst uns ihm folgen. Ich frage mich, was er vorhat. Er würde doch nicht wegfliegen, ohne was zu sagen, oder nicht? Es sieht so aus, als würde er auf der anderen Seite dieser Mauer gelandet sein. Vielleicht solltet ihr mal gucken, ob das Tor auf ist. Hier haben wir kein Glück. Aber wir müssen herausfinden, was da los ist. Hector könnte in Gefahr sein. Du hast recht, Frank. Mal schauen, ob du das Tor aufstoßen kannst. Du bist schließlich ein bisschen stärker als Matt. Versuch es noch einmal, Frank. Und diesmal ein bisschen stärker. Klasse gemacht, Frank. Jetzt aber rein mit uns, damit wir dieses Geheimnis lüften. Entschuldigt bitte, dass wir euer Picknick stören. Aber der Rest der Streifenwagen dachte, du wärst in Gefahr. Oh, du dachtest also, dass Matt und Frank dich aufziehen würden, wenn du ihnen erzählt hättest, dass du ein Picknick mit einem Mädchen machst? Also, ich bin mir sicher, das hätten sie nicht getan. Nicht wahr, Leute? Das ist eine nette Idee, Hella. Warum leistet ihr beiden Hector und Hella nicht Gesellschaft beim Picknick? Ich bin mir sicher, ihr hattet noch keine Zeit fürs Frühstück, oder? So ist es richtig. Lasst uns jetzt alle ein schönes Frühstück zusammen haben. Und nicht vergessen, kein gegenseitiges Aufziehen, Leute. So ist es richtig. Tschüss, Streifenwagen und Hella. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Hallo, Klein Frank. Du hast uns gar nicht gesehen, was? Du auch, Klein Hector. Was habt ihr vor? Ihr spielt Fangen mit Carries Süßigkeiten? Das klingt spaßig. Hallo, Carrie. Noch eine Runde? Okay, Leute, auf geht's. Alles in Ordnung? Du meinst, die Süßigkeit ist dir in den falschen Hals gekommen? Wir sollen die Streifenwagen rufen? Okay, Klein Hector, mach schnell! Wir haben einen Notfall, Leute. Klein Frank hat Süßigkeiten in den falschen Hals bekommen. Könnt ihr ihm da helfen? Beeilung, Leute! Das Krankenhaus? Was machen wir denn hier, Matt? Du willst Amber den Krankenwagen um Hilfe bitten? Hier kommen die Streifenwagen. Und sie haben Amber mitgebracht. Was sollen wir tun? Ein Glas Wasser? Frank, kannst du mal deinen Wasserschlauch benutzen? Geht es dir besser? Oh nein! Leute, hat noch jemand eine Idee? Mach deinen Mund auf, Klein Frank. Hector, wir brauchen deine Hilfe. Keine Sorge, Klein Frank. Hector weiß genau, was er tut. 1, 2, 3. So ist es besser. Hervorragende Arbeit, Leute. Hey, wo ist die Süßigkeit hin? Was ist denn so lustig? Oh, da ist sie ja. Ba, 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 ba.
Amber hat recht, Klein Frank. Du solltest wirklich nicht mit dem Essen spielen. Das kann sehr gefährlich sein. Ist schon okay, Klein Frank. Solange du es nicht noch einmal tust. Das gilt übrigens für alle kleinen Fahrzeuge. Hervorragende Arbeit, Streifenwagen. Und du auch, Amber. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Klein Pickel und Klein Charlie. Habt ihr einen schönen Tag am Strand? Es scheint, als würde die Flut kommen. Ich glaube, ihr müsst nach Hause. Troy hat eine Panne und er blockiert die Straße. Es scheint, als wärt ihr auf dem Strand gefangen, ihr Kleinen. Ihr braucht Hilfe. Großartige Idee, Klein Pickel. Die Streifenwagen werden euch helfen. Oh. Hallo, Streifenwagen. Troy, der Zug, hat eine Panne direkt am Strand. Klein Pickel und Klein Charlie sind am Strand gefangen und können nicht weg. Könnt ihr ihnen helfen? Hier kommen die Streifenwagen. Die Kleinen finden es ganz aufregend, dass ihr hier seid. Was hast du entdeckt, Matt? Bei Troy läuft Treibstoff aus, deswegen kann er nicht weiter? Hector sagt, er holt Treibstoff für Troy. Es sieht so aus, als würde die Flut steigen. Ihr Kleinen fahrt besser höher auf den Strand. Hier kommt Hector. Pass auf, dass nicht wieder etwas ausläuft, Troy. Tschüss, Troy. Jetzt ist die Straße frei. Aber es sieht so aus, als wären die Kleinen von der Flut gefangen. Ich glaube, Frank hat eine Idee. Nur nicht nervös werden, ihr Kleinen. Frank wird euch sicher übers Wasser ziehen. Macht das Spaß? Jetzt seid ihr in Sicherheit, ihr Kleinen.
Gut gemacht, Streifenwagen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Ben. Genießt du dein Buch? Oh. Du hattest einen anstrengenden Tag, weil Klein Ben und Klein Matt heute zum Übernachten da sind? Sieht so aus, als könntest du auch ganz gut eine Runde schlafen. Was ist denn los, Ben? Stimmt etwas nicht? Was sind denn das für Lichter über deinem Feld, Ben? Das ist ein echtes Rätsel. Wer könnte so spät unterwegs sein in deinem Feld? Keine Sorge, Ben. Wir rufen die Streifenwagen. Die werden der Sache schon auf den Grund gehen. Hey Leute, Ben braucht eure Hilfe auf seinem Bauernhof. In seinem Feld flackern Lichter und er weiß nicht, wer oder was das ist. Du hast recht, Matt. Klein Matt übernachtet heute dort. Aber er und Klein Ben sind längst im Bett und schlafen, also macht ihr keine Sorgen. Könnt ihr helfen? Großartig. Auf geht's. Die Streifenwagen sind hier, Ben. Erzähl ihnen, was vor sich geht. Die Kleinen sind ins Bett gegangen und du warst im Wohnzimmer und hast gelesen und plötzlich sahst du Lichter über deinem Feld? Das ist so seltsam. Und du bist sicher, dass die Kleinen im Bett sind, weil du sie zugedeckt und die Tür geschlossen hast? Schau, Lichter. Das ist beängstigend. Die Lichter scheinen überall zu sein. Gute Idee, Matt. Du und Frank schaut mal nach den Kleinen, während Hector sich einen Überblick von oben verschafft. Das ist seltsam. Ben ist sich sicher, dass die Tür zu war. Klein Ben, wo ist Klein Matt? Klein Matt ist verschwunden. Vielleicht sieht Hector ja etwas. Was ist los, Matt? Hörst du etwas? Oh.
Das klingt wie Schnarchen. Schau, Hector leuchtet mit seinem Suchscheinwerfer das Feld ab. Frank, benutzt deinen Wasserschlauch, um das Getreide runterzuspritzen. So könnt ihr euch einen Pfad machen und der Sache auf den Grund gehen. Gut gemacht, Frank. Es ist Klein Matt. Er schlafwandelt. Na hallo, du Schlafmütze. Du bist in Bens Feldern geschlafwandelt. Ist schon okay. Sieh nur, wie mutig du warst. Du bist hier draußen ganz alleine gewesen, im Dunkeln. Jetzt aber schnell wieder rein mit dir. Mhm. Vielen Dank, Streifenwagen, dass ihr das Rätsel von den Lichtern in Bens Feld gelöst habt. Niemand hätte gedacht, dass das Klein Matt ist. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.